Schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Marcel Dierig von der Firma Stratoflights und ich starte heute mit meinem Team die Typo 3 Space Mission. Das Ganze geschieht mit einem heliumgefüllten Wetterballon, der hier im Hintergrund hängt. Dieser Wetterballon steigt auf bis zu 40 Kilometer Höhe auf, also dreimal höher als Verkehrsflugzeuge fliegen. Der Ballon dehnt sich während seines Aufstiegs immer weiter aus, weil der atmosphärische Umgebungsdruck abnimmt, zerplatzt dann irgendwann in 1000 Einzelteile und kommt am Fallschirm wieder zurückgesegelt, denn unten dran am Fallschirm hängt die Typo 3 Sonde, die wir konstruiert haben. Davor das Logo und hier der Missionsbadge, wie es sich für eine richtige Weltraummission auch gehört. Außen kleben wir jetzt gleich noch Aufkleber dran und dann starten wir die Mission hier vom Flugplatz in Bad Pyrmont in Richtung Weltraum in die Stratosphäre. Es war ein extremer Start, das wird man hinterher auf den Aufnahmen sehen. Also der Ballon war quasi horizontal zum Boden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viel wir davon filmen konnten hier jetzt zu zweit. Aber der Wind war wirklich extrem. Wir haben mehr Windböen von fast 50 km/h heute Morgen. Wichtig für uns ist hauptsächlich, dass wir den Ballon jetzt starten konnten oder früher starten mussten. Das Wetter darf nicht komplett bewölkt sein. Im Hintergrund sehen wir, wie der Himmel offen ist. Oben auch haben wir blau. Aber da, wo wir hinfliegen, bis zu 40 Kilometer Höhe, da haben wir ohnehin immer beste Aussicht.